Die Bahnstraße, eine stark befahrene Verbindung zur Bundesstraße B1 im Jahre 2018. Der nicht durchgängige Fußgängerbereich durch Poller und Ketten gekennzeichnet. Auch in diesem Abschnitt war eine Verbesserung der Parkmöglichkeiten wünschenswert. Trotz laufender Instandhaltung ist auch die Fahrbahn in die Jahre gekommen. Das Projektziel war, eine ausreichende Fahrbahnbreite, Parkplätze sowie den Gehsteig optimal nach den Gegebenheiten unterzubringen. Vorausschauend wurde bei dieser Gelegenheit auch die 57 Jahre alte Wasserleitung erneuert. Umfangreiche Grabarbeiten für die neuen Hausanschlüsse waren notwendig. Natürlich wurde bei der Gelegenheit dieser Bereich für die digitale Zukunft vorbereitet und Lichtwellenleiter gleich mitverlegt. Die Datenautobahn direkt bis zur Haustür. Lichtwellenleiter, ein Medium für fast unbegrenzte Geschwindigkeiten für große Datenmengen. Das Licht wird dabei in Fasern aus Quarzglas oder Kunststoff geleitet. Typischerweise werden immer mehrere Lichtwellenleiter gebündelt und zum Schutz noch mechanisch verstärkt. Die Pflastersteine des alten Gehsteigs werden abtransportiert. Durch Zukauf eines Grundstreifens von der ÖBB konnten auch die Nebenflächen der Fahrbahn entsprechend gestaltet werden. Ein neuer Gehsteig und entsprechende Parkbuchten wurden angelegt. Die Neugestaltung der Bahnstraße nimmt langsam Formen an.
Im Nu waren alle Vorbereitungsarbeiten fertiggestellt und es wurde mit den Asphaltierungsarbeiten begonnen. Sommerliche Temperaturen und ein heißer Asphalt ergeben erschwerte Arbeitsbedingungen. Der finale Belag wird noch verdichtet. Unser Bürgermeister Rudi Schütz bei der Lagebesprechung. Dass wir nicht einen Monat warten müssen, ja, das Ziel ist, dass sie die sonstigen Durchfahrenden gleich einmal gewöhnen, dass da jetzt da entschleunigt ist mit Mittelstreifen und dass die eine Verkehrsberuhigung eintritt. Voll, dass das fertig ist und wenn die da die Böschung und alles gerichtet haben, die da schon in Strafen machen. Aber wie gesagt, das ist am besten, wenn die Straße ausrennen, weil da Wasser geht mit, die wachsen nicht aus. Sehr gut. Und das ist der Vorteil von den Deckeln. Das Wasserführung. Aber das ordentlich zubefahren können, die Gäste. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist die übliche Höhe. Überhaupt kein Thema. Ja, weil da ist mir lieber, es ist ein bisschen weniger und wenn man mit Wasser ist, hängt das schon dran, ja, das ist nicht zugerennt. Aber nicht, dass die beim Aus- und Einfahren dann Probleme da haben. Nein, da haben sie sicher kein Problem nicht. Die Gesamtbreite haben wir jetzt 5 Ochs. Ja. Ist der gesamte Fahrbahn. Das heißt, die Markierung kommt dann auf 2,75 und die Fahrbahn ist dann optisch um 30 cm breiter. Ja, mit da einmal so drauf. Ja. Und dann lassen wir Zeit, weil es wird den Anfang, wenn der Regenschütter kommt, dann schwappt die Erde runter und dann haben wir alles da drinnen. Und dann wird es angeschnitten später? Das schneiden wir dann, bis es angewachsen ist, bis es grün ist, schneiden wir es an. Okay. Dass es verlaufen macht, dass die beim Außenfahren nicht irgendwas rumkommt, ja. Oder? Und dass dann das Gefälle zugeht. Aber das ist eben auch nicht so. Ich meine, wenn da schon ein Zentimeter rausschaut, macht es auch nichts. Passt. Ja. Aber dass die das nicht irgendwie beeinträchtigt sind beim Aus- und Einfahren. Ja. Die Gesamtkosten betrugen 370.000 Euro. Den Gegebenheiten angepasstes, gelungenes Projekt mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten. Nun, ein durchgehender Gehsteig und neu gestalteten Nebenflächen ergeben ein schönes Gesamtbild.